Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde von Auswandern Thailand. Sawadika. Heute geht's zum Peter nach Prä, oben in den Norden. Der Bahnhof, wo wir jetzt hinfahren, da hinten, ne? Der ist so klein, der hat noch nicht mal eine befestigte Straße. Oh, jojo, hier geht's um Bahnhof, oder? Ja, hier war ich doch gestern, hab mich mit denen unterhalten. Ach, so. Der war so freudig, dass er mal Englisch sprechen konnte. Der kleinste Bahnhof hier, Leute. Wow. Aber der Zug von Bangkok nach Chiang Mai. Aber hier hält der Zug von Bangkok nach Chiang Mai. Oh, na, der Dorfbahnhof, Leute. So, wisst ihr, Leute, Peter hat uns jetzt hier an einen der kleinsten Bahnhöfe, wo aber der Zug von Bangkok Chiang Mai hält. Einer der kleinsten Bahnhöfe, ne? Zu schön. Sawadika! Da kannst du mal die alte Ausrüstung angucken. Hier. Guck mal, da alles noch made in India. Schaut euch das an, Mensch, das man darf. Froh einfach mal. Sawadika, Pum. Kordur noch gehabt. Koppen Karp. Oh, Sujord. Wow! Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an, Leute. Peter, wie viele Züge halten da am Tag? Ich weiß nicht, zwei oder drei am Tag. Zwei oder drei am Tag, Benni. Hey, Benni, servus. Sujord. Guckt euch die Technik an her. Westinghouse, England. Guckt euch das mal. Das ist ja mal interessant. Herr Waschrikt. Ach du Heilige. Ich hab die Kühe allein. Kühe sind doch. Aha. Ich hab die Kühe allein. Dann den Chai. Dann nun kann ich wieder gehen. Aha. ก่อนขบวนรถจะผ่านก็ต้องมีตัวนี้เป็นสัญลักษณ์เหมือนคล้ายเป็นทางสะดวกเป็นรถสามารถวิ่งผ่านได้คุ้มได้ชัดสุดเพราะ die Strecke nur eingleisig ist sie müssen ja immer genau abschätzen ja ja genau so ist er ne er sagt genau das hat er mir gerade gesagt ist also so dass du wirklich die ganze Strecke hier gelenkt die dann übergeben an den Lokführer hier die Klingel wollen den Lokführer gehen ne weil eben das alles eingleisig ist, ja, muss das alles genauestens gesteuert sein. Ne? Und das auch mit deiner Maschine. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Toll. Ah, das ist alles noch in Funktion. Chai Tuk Wan, ne? Chai Tuk Wan, ne? Jeden Tag, Leute. Das ist kein Museum. Genau, das ist kein Museum. Das ist richtig noch. Station. Kopf gemacht hab. Sujord, ne? Alles funktionsfähig. Der Mann ist doch richtig rot. Der macht das halt. Da ist er für die Station zuständig. Peter, dass du mal jetzt mal einmaliger Einblick. Toll. Einmaliger Einblick. Und da sind es noch Filme gelassen drin, noch schöner. Seine Frau saß erst mal da.
Ja, wir gehen ja normal, ist ja der richtige Bahnhof hier in den Schei. Aha. Ne? Wo wir immer, wenn wir mit dem Zug fahren. Aha. Aber oh, die Station gibt es eben auch hier. Ja, vielleicht kommt gerade Zug. Klaus hat das mal live mitzuerleben, das wäre geil. Hammer, Leute. Schön, schöner Platz, du Peter. Wie gesagt, das ist die Bahn von Bangkok nach Chiang Mai, genau, richtig. Ne? Das ist eine der Haupt, die Hauptlinie, ne? Ja. Mhm. Wahnsinn. Und im Rahmen des Ausbaus hier jetzt, da mit dem Hochgeschwindigkeitszug, wird Den Shai zum Containerumschlagplatz. Mhm. Ach so. Aha. Im Moment geht die Bahnlinie ja nur durch. Ja, ja. Und in Den Shai wird nachher, gibt's nachher einen Abzweig Richtung Chiang Rai hoch. Okay. Bis zur laotischen Grenze. Ja, ja. Und dann werden hier in Den Shai die Container umgeschlagen. Mhm. Entweder. Hallo Chris, mein Freund. Servus. In Richtung Chiang Mai dann Container oder in Richtung Bangkok. Mhm. Du hast die Hilfe verpasst, aber ehrlich, Chris. Na, wir haben ja noch VOD. Ich sah am Pölong da. Ja. Die von Kau Babalian. Ja. Hallo. Die kleinste Station von Bangkok nach Chiang Mai. Kap Kun alleine. Wann kommt der nächste so? Sagt Hani, Lotfei leckt Bett nie nach Sujat. Oh, mit Heilung hin euch. Komm her. Komm, genau. Aber ehrlich. Peter, komm mal her. Komm mal, geh mal zu dem Meter hin, dass ich mal ein Bild von ihm mache. Wann kommt der nächste Zug? Keine Ahnung, du. Eins, zwei, lächeln bitte, lächeln. Gut. Okay, komm runter. Doch, dann tust du dir. Schön, like, hab. Park, Bahn, Park. Parkbahn. Parkbahn. Da wohnt meine Schwägerin, die jetzt die bei uns hat. Ach, komm, du Feine. Das so fehlt noch. Ich muss noch filmen dabei. Seht ihr, das ist jetzt doch Land. Da kommen die Wasserbüffel über die. Sieht aber schon ganz komisch an. Schaut euch an die Wasserbüffel. Ja, ja, ist okay. Das halt's aus. Ja, ja, da hat er mal komisch geguckt, stimmt schon. Aber Kitte war Maya nie kein Längle. Mekur. Och, Mekum. Achso, ja, Kum. Der Cowboy ist ein Motorrad, ja, ja. Der Cowboy auf dem Motorrad, genau, Osprey. Der ist so ein Moon, ja, ja, stimmt, aber ehrlich, her, ne? Oh, Schatz, der Chef kommt noch mal. Au, schau, bleib so. Nehmen wir mit Lieselot Pulver, ja, ja, genau. Ne, ich,
Der Büffel, der hat er eben gesehen, wir machen live da, ne? Und dann wollte er natürlich da auf dem Film sehen. Ist doch logisch, klar. Peter, weißt du, in meinem Auto versuche ich immer so hinzukommen. Ach, der Auto ist so hoch. Meins ist tiefer, weißt du? Aber hast gesehen, die Mutter hat schon, die hat schon geguckt. Die hat ja doch nochmal geguckt, ne? Die ist nochmal zurückgekommen, ne? Ja, die haben schon. Ja, ja, die hat mich im Auge gehabt, stimmt. Was will der jetzt da? Was will der jetzt, der Bleichgesicht? Ich habe mal gedacht, wie der denn Dinger, bin ich sicher. Oh, okay. Sie hat es nicht mal für eine Straße gereicht. Tja, ja. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.